Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, wir werden hier mal ein bisschen aufräumen, weil hier ist unglaublich viel Gesindel unterwegs und das geht einmal nicht so. Das können wir nicht gut heißen. Da müssen wir mal uns durchschlagen. Bäm, zack, zack. Dankeschön. Da haben wir noch mehr Gesindel. Wir putzen hier alles schön weg. Ja, sind auch schöne Ruhmpunkte für uns. Da können wir wieder was Neues lernen. Ein Feuervogel. Au, 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 au. Das war aber nicht schön. Und bäm. Und zack. Endlich hat der Kampf ein Ende. Ja. Feder und Kralle. Was haben wir da unten? Ein Feuergolem. Das nutzen wir auch gleich aus. So, neue Speicher, Speicher, Speicher. Sehr was. Na, wie schauen wir aus? Sowas wie dich haben wir eh schon öfters mal besiegt. Null Problemo. Feuer gegen Feuer. Das geht super. So. Bäm. Bäm. Und zack. Das hat Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Lustig, lustig. Tralalalala. Noch ein Feuervögelchen. Ich muss noch einmal kurz zurückschauen, aber halt, hörst du auf? Das ziemt sich aber nicht, du. Endlich hat der Kampf ein Ende. So, das ziemt sich nicht. Ich muss kurz nochmal zurückschauen. Da war nämlich eine kleine Nische mit ein paar Skelettteilen. Hier drüben. Ob da nicht noch eine Truhe wäre oder so? Na, da war nichts. Das Ding habe ich gemeint. Aber da. Eine Feuerblume. Hat sich doch ausgezahlt, nochmal zurückzugehen. Vorne haben wir den nächsten Golem. Ich muss mal was essen. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Das speichere ich auch noch. Das sind noch einige, wie es ausschaut. Noch ein zweiter. Das finde ich super. Das finde ich super duper. Ja, kommen Sie. Ich werde ihn versuchen, zur Wand zu drängen. Dass er nicht nach hinten fällt. Und dass wir nicht den zweiten Golem holen. Das könnte eventuell böse für uns enden. Ja. Gib mir dein Herz. Da haben wir noch einen dritten. Eine Blutwurzel. Guten Tag. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und bam. Zack, zack. Und au. Hoppala. So. Jojo, das macht nichts. Der braucht, der hat es gebraucht. So, her mit deinem Herzen. Was haben wir denn da Schönes? Nix. Ah, da war mal die Brücke. Okay. Ja, gut. Aber hier ist was. Hier können wir scheinbar hoch, hä? Irgendwie. Wenn das schon mal so ein Kraut ist. Müsste man hier doch hoch dürfen, oder? Hm. Oder das geht von der anderen Seite aus. Von oben nach unten wahrscheinlich. Von unten nach oben geht es scheinbar nicht. Aber von oben nach unten dürfte es funktionieren. Okay. Ah, na, Blödsinn. Das sollte schon gehen. Also das ist jetzt komisch. Ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwie mich hochziehen darf. Vielleicht muss ich ein Papa... Ah, okay. So geht's auch. Da geht's. Okay. Langsam. Hier wird's warm. Aber hier ist sonst nichts, ne? Nein. Gut, dann können wir wieder gehen. Zack, vorsichtig, nicht, dass wir uns das Beinchen brechen. Sehr gut. So. Darüber geht es wieder zum Lager, meine ich. Genau. Richtig. Grüß euch, Burschen. Pfiat euch, Burschen. So. Zack, wo waren die stehen geblieben? Ah ja, hier. Noch einmal schnell das Bein gebrochen. Wunderbar.
Was haben wir denn da? Ein Gesindel. Ein schwarzer Ghoul. Zack. Ich mag unser Schwertchen. So, du Mistviech. Oh, noch einer. Hoppala. Ja. Den habe ich nicht kommen sehen. Edward, wo bist du? Da oben. Da gurgelt noch irgendwas herum, oder? Eine Blutkappe. Da haben wir Erzbrocken. Kupfer wollte ich sagen. Erz. Also Eisen. Eisenerz. Sehr gut. Das ist nice. Wir brauchen eh Materialien. Was haben wir denn da? Vorne ist, glaube ich, ein Schwammerl. Das ist gut für unser Proviant. Aber sonst so Erzlein ist da, glaube ich, nichts. Nö. Aber da ist noch ein Schwammerl. Sehr gut. Hier wächst irgendwas, aber das ist nichts für uns. Da lebt jemand. Jacob und Graham. Ah ja. Grüß euch, Burschen. Das muss ein Traum sein. Das kann nicht wahr sein. Hab ich die Zeichen doch richtig gedeutet? Der Vogeldreck auf meinen Klamotten, die vergammelte Rübe, kein Zweifel. Die Götter müssen dich geschickt haben. Die Götter, die haben schon lange niemand mehr geschickt. Und wenn es so wäre? Und wenn es so wäre? Wahnsinn! Endlich wurde mein Flehen erhört. Sag, bist du gekommen, um uns von den Schatten zu erlösen? Ja, aber die Götter tun nichts umsonst. Bleib locker, ich bin nur ein einfacher Mann. Ja? Bleib locker, ich bin nur ein einfacher Mann. Wie, was jetzt? Du bist kein Abgesandter der Götter? Tja, wie sag ich das jetzt? Nein. Ach, verdammt. Und ich, Idiot, dachte wirklich, du wärst unser Retter. Wir sind verdammt. Die Schatten werden uns alle holen. Ach, jetzt sind wir zu schwarz. Gab es in letzter Zeit Angriffe der Schatten? Na. Gab es in letzter Zeit Angriffe der Schatten? Es gab einen Ansturm der Schergen. Zum Glück konnten wir uns in der Hütte verbarrikadieren. Owen hatte es nicht geschafft. Der arme Teufel dachte wohl, er könnte sich ihnen entgegenstellen. Hoffentlich ende ich nicht wie er. Owens Vater, der alte Graham, kann einem ganz schön leid tun. Oh, du scheinst sehr abergläubisch zu sein. Du scheinst sehr abergläubisch zu sein. Abergläubisch? Nein, ich bin einfach vorbereitet. Mhm. Ich trage immer meinen Glückslöffel bei mir. Und siehe da, ich lebe noch. Glückslöffel? Ist das dein Ernst? Ach, du bist doch nur neidisch. Mit dem Löffel ist man ein gemachter Mann, sage ich dir. Mhm. Wenn du willst, verkaufe ich ihn dir für 50 Goldmünzen. Scheinst ihn bitter nötig zu haben. Glaub mir, du wirst es bereuen, wenn du den Glückslöffel ausschlägst. Also, was sagst du? Okay. Na schön, gib schon her das Ding. Da hast du. Und wer, der taugt nichts. Der taugt was. Seele plus eins. Sehr gut. Graham, hallo. Fremder? Hier? Überrascht? Ja, ich dachte schon, man hätte uns vergessen. Seien wir mal ehrlich. Niemand interessiert sich für uns Rübenbauern. Kann es ihnen nicht einmal verdenken. Scheint so, als könnte die Hilfe gebrauchen. Was gibt es sonst noch hier draußen außer deinem Hof? Hilfe. Scheint so, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Du gehörst doch zu diesen Dämonenjägern. Wo seid ihr gewesen, als die Schatten über uns hergefallen sind? Mein Sohn ist tot. Er hätte Hilfe bei seinem Kampf gebrauchen können. Aber wenn du wirklich etwas unternehmen willst, sprich mit Becker. Ich möchte jetzt weiter um meinen Sohn trauern. Was gibt es sonst noch? Was gibt es sonst noch hier draußen außer deinem Hof? Nur Tod und Verderben. Ist genug. Sieh dich doch um. Meine Scheune ist abgebrannt und der Sumpf verheißt nichts Gutes. Und selbst diese Ruinen sind mir heutzutage nicht mehr geheuer. Aber jemand wie du kann dort sicher etwas Brauchbares finden. Sonst noch was? Südlich von hier ist natürlich der Strand,
der nebenbei erwähnt gänzlich ungeeignet ist, um Rüben anzubauen. Warum seid ihr nicht geflohen? Warum seid ihr nicht geflohen? Dann wären Rüben und Saat verloren. Kann doch nicht die ganze Ernte aufgeben. Wenn die anderen gehen, ist es mir egal. Ich bleibe. Seit mein Sohn von den Schatten geholt wurde, sind meine Rüben das Einzige, was mir noch am Herzen liegt. Ach, aber die letzten paar Rüben verkommen nun auf unseren Feldern. Ich besorge dir deine Rüben. Ich besorge dir deine Rüben. Das würdest du tun? Dank dir, mein Sohn. Ziehe so viele, wie du kannst, aus den Feldern. Selbstverständlich. Mahlzeit. Ah, schön. Ein Wasserfass. Da trinken wir mal. Ich hoffe, das ist genießbar. Wird wohl hoffentlich nur Regenwasser sein, mit ein bisschen Schwefel wahrscheinlich. Das ist schon bekömmlich. Eine Schlangenwurz. So, okay. Ich denke mal, hier werden keine Rüben sein. Das wäre zu offensichtlich, glaube ich. Aber daher Rüben wahrscheinlich. Wo dann wahrscheinlich noch mehr... Ja, da hätten wir schon mal eine knackige Rübe. Verbrannte Erde. Noch mehr. Das passiert, wenn man eine Klinge nicht zu führen weiß. Ja. Aber die können einen auch leid tun, ne? Das ist halt echt nicht schön. Das eigene Kind zu verlieren ist nicht schön. Ist er hier begraben? Wahrscheinlich. Ach, das ist nicht schön. Ich selber habe zwar keine eigenen Kinder. Also wirklich nicht. Also meine Mäuschen, die sind für mich jetzt kein Kinderersatz, aber ich habe sie so lieb, als wären sie Menschen. Und ja, ich habe mich halt bewusst dagegen entschieden. Das ist jeder, wie er mag, ne? Aber ich kann das verstehen, nachempfinden. Wenn man sein eigen Fleisch und Blut verliert, wenn es vor einem stirbt. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist immer unnötig hart, wirklich. Das braucht man nicht. Was haben wir hier? Goldquarz-Sachen gibt's. Hallo. Du Scherge. Ja, das war klar, dass mich die schwarzen Gule hier gleich mal aufs Korn nehmen. Aua. In Gottes Namen. Ja, bist du narrisch? Das mal ausprobieren, ob ich mich porten kann. Tatsächlich. Ich kann aus... Kann ich das schon immer? Habe ich das vergessen, dass ich das kann? Das schaut schon fast danach aus. Das ist voll praktisch. Endlich hat der Kampf ein Ende. Ja. Aufs Goschal haben wir genug bekommen, wir beide. So. Na, 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 na. Vielleicht gibt es hier noch mehr Goldquarz. Ich würde mich freuen. Tja. Ein paar Rüben wären noch gut. Ein Schafauge. Das schauen wir gleich scharf nach, ne? Aufgepasst! Der weiß nicht. Ein Skelettchen. Wolltest du deinen Angriff aufladen? Oh mein Gott. Was ist denn da neben uns? Edward, könntest du dich mal um dieses... Okay, will er nicht. Au. Ein Seelenfresser. Dann hauen wir gleich mal zu Brei. Weil wir es können. Also der war echt ungeschickt. Wenn ich das mal so sagen darf. Na, 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 na. Haben wir hier irgendwas zum mit... Ja, Skelettchen. Da nehmen wir noch was mit. Knochen. Knochen, Knochen. Da ist nichts weiter. So. Da vorne gibt es noch Ungeziefer. So, Skelettchen. Scheiße, dass wir keinen Werwolf dabei haben oder so. Der würde sich jetzt echt freuen über die Knochen, glaube ich. Zack, zack, zack. Und finster. Da vorne gibt es noch mehr Schergen. Das hat ausgeschaut, jetzt wie ein Eisenvorkommen.
In der Tat war es aber nichts. So, ich glaube, hier sind wir soweit fertig, ne? Dann können wir weiter runter. Habe ich jetzt eigentlich schon alle Rüben? Ich glaube, ne? Da drüben wäre noch was. Ein Fingerblatt. Kommt näher, Gesindel. Geh's hin. Den zweiten noch. So. Au. Au, au, au. Bäm. Zack. Autsch. Passt. Erledigt. Sehr gut. Ein Sparmal haben wir hier. Was haben wir da noch Schönes? Eine Truhe. Ah, die ist verschlossen. Macht aber nichts. Wir sind gut genug, dass wir sie öffnen können. So. Schwerer Dolch, Goldklee und Zähne. Zähne sind immer gut, weil wenn unsere mal ausfallen, können wir die nämlich benutzen. Das ist ganz, 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 ganz super. So. Vor allem sollte man immer Zähne auf Reserve haben. Weil man weiß ja nie, wenn man mal einen Zahn verliert, ne? Das kann schon mal bei einer Kneipenschlägerei passieren. Ganz blöde Geschichte. So, ich sollte mal was essen, bevor ich hier noch zugrunde gehe. Bäm. Puh. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine Stangenwaffe. Haben wir hier noch irgendwas? Nope. Gut, 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 gut. Dann nehmen wir hier die noch mit. Da haben wir ein Skelettchen. Wird es hier raufgehen? Ja. Aber kriegen du ihn nix, oder? Hoppala. Da oben ist aber so ein Schergentypi. Das ist aber die Frage, boah, wie komme ich da rauf? Warte mal. Geht das hier? Ist das hier der offizielle Weg? Wahrscheinlich. Ich speichere mal kurz. Weil wenn ich da verrecke, das wäre nicht so schön. Achtung, mach dich bereit. Ja. Wow. Au. Ein Schattenwächter. Au. Au. Passt. Wie du sagst das, ja? Das hätte ich jetzt selber nicht besser ausdrücken können. Grünes Herz, Kralle, Zähne, Schädel. Passt, sehr gut. Ich esse nochmal was. Sicher, sicher. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir uns mal hier oben um, ne? Gab es da noch einen zweiten? Ich glaube, da hinten oben weiter, ne? Gucken wir mal. Sind wir eh schon gut im Kämpfen? Hallo? Wohnt hier jemand? Nein, aber Gold. Schatulle. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Goldquarz. Mhm. Haben wir hier sonst noch was? Nein. Okay. Ich stecke fest. Passt. Kommst du? Sehr gut. Dann schauen wir uns weiter um, da unten. So, da drüben und da unten geht es weiter. Drüben und unten. Ich würde sagen, zuerst mal drüben und dann da weiter, weil da haben wir gesehen, gibt es einen Weg. Und hier schaut es doch aus, als wenn es eine Seitengasse wäre. Hoppala. Ja, wer bist denn du? Ein Händel? Nicht schlecht. Feder und Kralle. Da drüben und da drüben geht's weiter. Ich würde sagen, zuerst mal hier drüben. Und dann da drüben. Und dann unten weiter. Jo. Guten Tag, die Herren. So, der hat's überstanden. Du, da bist der Nächste. Sehr gut.
Jawohl. Das Waffel kehrt uns. Und hier noch eins. Gott sei Dank kann in dem Spiel hier nicht überladen werden. Das würde mir schon wieder das Genick brechen. Noch so ein Schassenbiest. Jojo, komm nur. Armer Tropf. So, zack. Gell? Nicht schlecht. Wo ist deine Waffe? Ach, hier. So, dann glaube ich, hier etwas gesehen zu haben. War hier ein Goldquarz? Na, ich glaube, das hat mich getäuscht. Okay. Oha, was haben wir denn da? Ah, das ist, glaube ich, so ein Varanenviech, oder? Bist du ein Varan? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ein Varan. Quatsch. Auf die 12. Autsch. Was? Ja, mit deinen Sachen. Aha, da sind wir jetzt am Strand. Da gibt es noch ein paar Varane für uns. Ein Feuergolem. Eine Felsspinne. Ja. Bringen alles Ruhmpunkte für uns. Alles Ruhm und Ehre. Passt doch. Hallo, du großer Flammentypi. Ein Lavagolem. Au. Autsch. Autsch. Edward, du darfst auch ruhig mal hier. Zack. Das hat Spaß gemacht. Ja. Danke fürs Helfen. Der hat's gern, wenn ich verprügelt werde, habe ich das Gefühl. So. Der mag das. So, was haben wir hier Schönes? Ein paar Feuervögelchen. Also einer mal. Okay. Passt. Diese Viecher sind eine Plage. Es geht. Dann da oben waren wir noch nicht, glaube ich. Aha, ein Lagerfeuer. Toter Scherge. Moment, hat der die platt gemacht? Wenn das jetzt Owen ist. Namenloser. Du hier? Nicht schlecht. Hab eigentlich damit gerechnet, dass die Schatten mit dir kurzen Prozess machen. Aber du scheinst die Dinge ja im Griff zu haben. Der Typ gefällt mir nicht. Soll ich mich um ihn kümmern? Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Ja, doch. Was ist los? Du kennst mich? Kennen ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich kenne deinen Auftrag. Ich habe jetzt schon zweimal die Welt gerettet. Ja. Jetzt ist es dein Job. Ja. Du hast was? Nicht so wichtig. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Und du bist ganz schön herumgekommen. Warum beobachtest du mich? Wer zum Geier bist du? Ja, der Namenlose, also unser Held aus Risen 1 und Risen 2. Erkennt man sofort. Mann, ob ich ihn rekrutieren darf? Patty wird sich sicher freuen. Warum beobachtest du mich? Warum beobachtest du mich? Wir stehen auf der gleichen Seite, darum. Verrate mir nur eins. Woher kennst du Patty? Sie ist meine Schwester. Ha, natürlich. Jetzt macht das alles Sinn. Tch, ich dachte immer, der alte Stahlbart hat nur Töchter. Warum interessiert dich das? Warum interessiert dich das? Wenn man sich auf seinen Reisen mit den Titanen anlegt, verpasst man das ein oder andere. Du hast gegen Titanen gekämpft? Mhm. Ja, sie machen es einem nicht unbedingt leicht. Vor allem nicht, wenn man ihnen ans Leder will. Dann hat man besser einen großen Stiefel dabei. Ja, das ist die richtige Einstellung. Dir brennen doch sicher ein paar Fragen auf den Lippen. Ich bin zwar etwas in Eile, aber schieß los. Woher kennst du meinen Vater, Captain Stahlbart? Woher kennst du meinen Vater, Kapitän Stahlbart? Das ist eine lange Geschichte. Abgesehen davon, dass er mir ständig die Rumvorräte weggesoffen hat, half er mir, die Titanen-Lady Mara zu bezwingen. Mhm. Er half dir? Nach allem, was ich weiß, ist mein Vater bei dem Versuch draufgegangen. Tja, du weißt ja, wie das mit euch Stahlbarts so ist. Euch wird man so schnell nicht los.
Du kennst Patty? Du kennst Patty? Deine Schwester und ich haben schon viel zusammen durchgemacht. Sagen wir einfach, dass sie und ich die gleichen Interessen haben. Die da wären? Abenteuer, Leute verprügeln und viel rum. Verstehe. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Warum arbeiten wir nicht zusammen? Das tun wir schon. Jeder für sich auf seine Weise. Ich kann dich zwar nicht begleiten, aber glaub mir, wir kämpfen auf derselben Seite. Oh. Und wenn du weitermachst wie bisher, bist du auf meine Hilfe auch nicht angewiesen. Erledige du deinen Job mit den Schatten, dann werden wir vielleicht bald ein gemeinsames Projekt haben. Hast du keine Angst vor den Schatten? Hast du keine Angst vor den Schatten? Angst nicht, aber Respekt. Sie sind mies drauf und können Ärger machen. Aber du weißt ja, was zu tun ist, wenn jemand Ärger macht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut, dann schlage ich vor, wir saufen uns ein und dann muss ich weiter. Klingt gut. Sehr gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Hoch die Tassen! So jung kommen wir nicht mehr zusammen, mein Freund. Mann, der kann saufen. Ja. Ja. Oh, ich habe mir so gewünscht, dass wir ihn wiedersehen. Oh Mann, ey, wie cool. Schmerztöter hat er auch noch da gelassen. So cool. Mann, 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 das war jetzt echt eine Freude. Unseren alten Helden wiederzusehen. Echt cool. So, wie wär's mal, wenn wir was kochen, oder? Ja, die Hühnerdinger werden wir mal machen. Ich werde mal alles machen. Für ein Proviant, sicher, warum nicht. Passt. Oh, wie cool, oh, wie cool, oh, wie cool. Das freut mich jetzt wirklich. So, wo sind wir denn hier? Sind wir jetzt schon an unserem Ziel angelangt? Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nur, dass ich übelst im Kreis gelaufen bin, aber Schergen sind hier. Kommen Sie! Wir haben hier ein schönes, brennendes Schwert für Sie. So, der nächste. Bäm. Zack. Und nochmal. Sehr gut. Gell? Sag ich auch. Da, 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 da. Noch so ein Schattenbiest. Was? Hast du schon was gepult? Ja, du bist aber flott unterwegs. Dann hauen wir mal drauf, ne? Die Marke sind sowieso gefährlich. Au. Hier haut er mich, ne? Ist ja klar. Der weiß genau, wann das Spiel vorbei ist. Wenn er mich... Ja, dann halt weiter, ne? Ich esse mal was. So. Passt. Erledigt. So. Gut, jetzt sind wir hier oben. Aha, hier geht's rein. Gut. Ich schau nochmal hier, ob irgendwie... Huch! Ein Goldquarz da wäre. Jetzt habe ich unabsichtlich was gepult schon. Ja, weil ich das kann. Meisterhafter Buller. Oh Gott. Oh Gott, noch mehr. Herrschaftszeiten. Das sind jetzt aber schon viele. Na, würdest du? Danke. Dann haben wir hier noch ein paar. Aua. Autsch. Aua. Schieß mal. Danke. So, und drauf die Gosch. So, dann müssen wir unserem Freund noch helfen. Bäm. Und hier noch. Au. Du bist mir noch ein Dorn im Auge. Würdest du bitte eingehen? Das war brutal. So. Ja, das waren 4 oder 5 auf einmal. Das war nicht so super. Aber ist ja wurscht. Haben wir dafür jetzt ein bisschen Ruhe. So, Skelett, Skelett. Da drüben könnten wir uns ausruhen. Da wäre noch eins. Ich möchte zuerst nach oben schauen. Hier müsste noch so ein Kerl liegen. Jawohl. Ich schaue zuerst nach oben. Ob es hier noch was gibt. Bei dem Gerümpel.
Hallo, hallo, hallo. Krug. Eine Gabel. Ein Löffel. Ja, okay, viel ist nicht. Das Herrenhaus. Dafür ein Buch. Okay. Ein richtiges Buch zum Lesen. Warte mal. Fällt es jetzt unter Blunder? Ich vergiss das erstmal. Ach ja, mein Geld. Mein Erbe. Stimmt, das habe ich auch noch nicht aufgemacht. So, zack, 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 zack. Magische Kristalle. Haufenweise Gold. Noch mehr Gold. Wow, der war reich. So, Muscheln kann ich auch gleich mal aufmachen. Also. Wer sagt's denn? Na ja. Also. Ja. Wer sagt's denn? Ja. Geht doch. Geht doch. Genau. So. Dann wollte ich noch schnell glubschen zwecks Bücher. Das Herrenhaus hieß es, glaube ich, ne? Da. Das Herrenhaus. Ist ein Brief sogar. Heute besuchte ich meinen Freund beim großen Herrenhaus. Sein Vater ist ein komischer Mann, trinkt dauernd und ist immer schlecht gelaunt. Verhält sich wie ein Pirat, aber tut so, als wäre er ein Dämonenjäger. Oh! Edwards Papa. Merkwürdiger Typ. Manchmal nimmt er uns mit in den Eisenwald, um zu jagen. Das ist spannend. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Es ist zu gefährlich geworden, sagt er. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Dämonenjäger werden. Edwards Papa. Eindeutig. Und der Part ist zu Ende. Edward. Okay, das bringt ihm nichts. Das ist definitiv eine Beschreibung auf seinen Papa. Der war ja nämlich ein Dämonenjäger und gleichzeitig ein Pirat. Und die Truhe machen wir noch auf und dann hören wir auf für heute. Robuste Lederhose. Du schaust dir. Okay. Besser als unsere. Mhm. Wein zweimal, Silberbecher ist sehr gut. Und Bauplan für den Ring des Buntmeisters. Brauchen wir einmal altes Wissen. Eisenerz und Knochen. Schwerter und Armbrüste macht's gut. Einst legten Krieger ihren Eid vor den Augen ihres Buntmeisters ab. Okay, nehmen wir alles mit. Nice. Super. Das hat sich schon mal ausgezahlt. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns hier ein bisschen weiter um. Bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!